So Leute, es ist an der Zeit für ein ganz kurzes Update-Video. In diesem Update-Video hier möchte ich einfach nur ganz kurz auf die aktuelle Marktsituation eingehen, da nachdem Bitcoin heute Nacht die 20.000 geknackt hat oder durch die 20.000 durchgeschossen ist, ist natürlich jetzt wieder mega FOMO im Markt. Ich merke es in sämtlichen Gruppen, ich merke es natürlich aber auch bei den YouTube-Videos und in den Kommentaren. Und mir ist es jetzt wichtig, hier für meine Community, Leute. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, Leute, es könnte gut sein, dass wir in 3 bis 4 Wochen die Trendwende sehen, dass der Bullenmarkt im Endeffekt eintritt. Das wäre gegen Ende des Jahres, Anfang des Jahres. Es hat sich jetzt doch ein bisschen länger rausgezögert. Da sind nochmal 2 Wochen dazugekommen. Aber so wie ich es eigentlich erwartet habe, genau so ist es jetzt eigentlich auch passiert. Und wir sehen jetzt schon über 20.000 bei Bitcoin. Aber Leute, mein Tipp ganz klar. Ich werde natürlich noch ein Hauptvideo machen, da gehen wir auf die gesamte Thematik ein. Wie sieht es gerade global aus, wie sieht es allgemein in der gesamten Marktsituation aus, weil letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, hat sich ja nicht allzu viel verändert. Also es ist ja nicht viel jetzt irgendwie, dass sich das mit der Ukraine erledigt hat oder dass mit dem Grayscale Trust, dass sich da irgendwas groß geändert hat oder so weiter. Ich meine, die halten immer noch 600.000 Bitcoins und keiner weiß so wirklich, was geht da genau ab. Also letztendlich ist die FOMO jetzt nur entstanden durch die neuen CPI-Daten aus der USA, die neuen Arbeitslosigkeitenrate ist viel niedriger ausgefallen, als es erwartet wurde. Also da sind einfach, die Daten sind anders ausgefallen, als man sie erwartet hat. Deshalb pumpt der Markt jetzt gerade, deshalb ist jetzt auch extrem viel FOMO gerade im Markt. Ich kann es teilweise verstehen von den Retails, also von den kleinen Leuten, aber man hat es eben auch am Trading-Volumen gesehen, Leute. Es ist jetzt nicht irgendwie überkrass viel Trading-Volumen reingekommen oder so, sondern das Ganze ist noch relativ moderat. Wir haben natürlich eine heftige Volatilität jetzt gerade im Markt. Die kann man natürlich als Trader nutzen. Aber wie gesagt, Leute, passt einfach auf. Ich würde jetzt nicht, wie gesagt, in irgendwelche High-End-Leverage-Positions gehen und hier mit einem 50er-Hebel longen das Ganze oder so, auch nicht shorten, sondern ich würde echt tatsächlich noch ein bisschen abwarten, bis sich das Ganze auch wirklich, ich sage jetzt einfach mal, gesetzt hat, bis wir da auch wirklich mal wissen, bis jetzt diese ganze CPI-Geschichte soweit mal abgehakt ist. Wir haben sehr, sehr viele Widerstände noch über uns und von daher, Leute, mein Tipp, und das ist jetzt auch wirklich der Sinn dieses Videos hier, bis dann das Hauptvideo rauskommt, geht jetzt nicht all in den Markt, fangt nicht an, hier heftige Long Positions aufzumachen oder sonst irgendwas, sondern wartet noch ein bisschen ab. Meine persönliche Meinung, das ist auch, so gehe ich jetzt gerade an die Sache heran. Also klar, wir haben jetzt über die letzten Wochen, Monate sehr viel akkumuliert, ganz klar. Aber ich bin jetzt auch in keiner Long Position drin. Ich bin auch in keiner Short Position drin, doch stimmt gar nicht. Ich habe eine ganz kleine Short Position jetzt gestern Nacht aufgemacht bei 20,5. Ganz kleine Hebel, nur wirklich ein Test, weil ich mir gut vorstellen könnte, da wir so bei 20 bis 21 im Endeffekt nochmal wirklich viele Widerstände haben, auch Fibonacci-Retracements reinkommen und so, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da jetzt nochmal vielleicht so einen kleinen Pullback sehen. Das heißt, dass wir vielleicht wirklich nochmal jetzt abgestoßen werden und vielleicht sogar nochmal die 16 oder die 15 sehen. Wer weiß. Von daher, Leute, einfach ein bisschen cool bleiben bei der ganzen Sache. Und ich habe sie heute Morgen schon in meine Gruppe reingepostet. Es wird definitiv bald ein neues, volles Video kommen, wo wir dann über alles sprechen. Das war's jetzt von meiner Seite erstmal. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns, haut rein und bis dann. Ciao.